Glück auf, meine lieben Freunde. Die Gamescom steht vor der Tür. Da hinten vor der Tür. Und da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia, haben wir uns gedacht. Und deshalb fahre ich mit dem guten Svente, den ihr als Zordan kennt, fahren wir nach Köln. Das heißt, wir verlassen dieses Zimmer hier, in dem ich ja sonst immer sitze und auf eure Kommentare warte und so. Da werde ich mal rausgelassen, vor die Tür, frische Luft und so, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, so als Gamer kennt das ja nicht jeder. Und geh vor die Tür, steige in ein Auto und düse nach Köln. Also, Auto oder Maultier. Wir müssen uns das noch überlegen. Die Maultiere sind auf jeden Fall schon gestriegelt und gesattelt und eigentlich schon bereit dafür, dann loszureiten. Und ich denke mal, wir werden ziemlich lange unterwegs sein, weil so ein Maultier ist zwar das schnellste Tier bei Minecraft, aber ist doch immer noch ziemlich langsam. Aber ich denke, dass wir bis Freitag in Köln sein werden. Also, am Freitag sind wir in Köln. Und ich hoffe, ihr seid dann auch da, denn dann können wir uns treffen und das wäre total klasse. Dann können wir mal so Auge in Auge, Zahn um Zahn vielleicht auch gegenüberstehen und können uns mal ein bisschen unterhalten, mal ein bisschen quatschen, Informationen austauschen oder ja, was man sonst noch so macht auf der Gamescom. Natürlich werde ich mir auch Spiele angucken und der Sven, der darf sich auch Spiele angucken, der darf zwar mit und muss dann meine Sänfte tragen, aber naja, er darf auch mal hin und wieder sich mit Spielen angucken, so ist zumindest der Plan. Nee, jetzt mal ehrlich, liebe Leute, am Freitag werden wir in Köln ankommen und ich denke mal, wir werden noch recht lange am Kölner Stadttor verbringen, denn wie ja jeder weiß von euch natürlich, ist Köln immer noch von den Römern besetzt und es gehört zum römischen Imperium und die sind da manchmal ziemlich pingelig, gerade wenn so Leute aus dem Harz kommen, dann sind sie da schon ziemlich aufgeregt, denn sie haben Angst, oh, das sind jetzt irgendwelche Barbaren oder so, und mal gucken, hat er vielleicht eine Keule in der Handtasche oder so, müssen wir aufpassen und deshalb kann es auch sein, dass wir nicht gleich zum Opening sozusagen da sind, am Freitag, rauen Hals schneide ich hinterher raus, ich trinke mal kurz einen Schluck. So, also, am Freitag sind wir in Köln am 23. August und wenn ihr auch da seid, dann können wir da uns hier mal irgendwie abkaspern und zwar habe ich mir gedacht, dass wir das so machen, unter diesem Video, da sind ja Kommentare, das ist ja bei jedem Video immer gleich, unter so einem Video sind Kommentare und da ich mein Handy mitnehme, was auch schon, ja, es hat auch schon einen Bildschirm. Und da kann man auf YouTube zugreifen und das werde ich auch tun und mir ab und zu mal die Videokommentare angucken und da auch ab und zu, jetzt kommt nämlich der hier, ne, habe ich lange darüber nachgedacht, der Punkt, ich werde dann in die Kommentare reinschreiben, wo wir gerade sind. Zum Beispiel werde ich dann schreiben, wir haben gerade, keine Ahnung, was macht man auf der Gamescom? Wir haben uns gerade das neue Call of Duty 8 angeguckt und gehen jetzt in die Halle 7 und gucken uns da die Delfin-Show an zum Beispiel. Delfin-Showen sind ja auch ganz oft auf Gaming-Messen, weil ja alle wissen, natürlich klar, dass Gamer immer auch Delfine mögen und Ponys auch gerne. Besonders wenn sie pinke Mähnen und Strähnen haben. Das ist ja mal ganz besonders beliebt, aber ich schwurf ab. Ja, und dann schreibe ich da rein, wir sind jetzt zum Beispiel gerade an der Herrentoilette und, ja, keine Ahnung, tauschen die Schilder Herren- und Damentoilette. Ja, ganz tolle Idee. Nee, aber wir machen ja keine Döniken. Wir sind ja schon viel zu alt. Wir sind ja so alt. Wir sind ja älter als die Gamescom selbst. Und wir sind fast so alt wie Köln. Na, also ich kann mich noch an den Kölner Dom erinnern. Da war der noch ein Meter nur groß. Also, es wäre total klasse, wenn ich euch, die Community und vielleicht den einen oder anderen Kollegen dort treffe. Vielleicht sieht man sich ja irgendwie. Und ja, wie könnt ihr mich erkennen? Ihr achtet einfach auf einen Menschen mit einem recht eierförmigen Kopf. Ne? Sonst ist der immer so und so bei Minecraft. Ne? So ganz gerade. So und so. Und jetzt ist er aber eierförmig und da ist kaum was an Körperbehaarung drauf auf dem Kopf. Ja, daran könnt ihr mich erkennen zum Beispiel. Und hier an dem Ding, Glück auf, steht da auf meinem T-Shirt drauf. Glück auf steht drauf, das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Das werde ich tragen. Da ist auch an der Seite hier, ist alles seitenverkehrt. Hier ist so ein, Moment. Da, jetzt haben wir es. Da ist so ein Opa-Zeron-Zeichen drauf, ne? Und hinten steht auch was drauf. Ich glaube, und gehabt euch wohl oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas steht da hinten drauf. Ich habe schon mal versucht, den Kopf einmal ganz rumzudrehen, aber es hat nie geklappt. Aber wir können das ja mal so machen. Ich, so, jetzt könnt ihr es ja lesen.
Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was da draufsteht. Ne? Dann weiß ich das auch mal. Ne? Okay. Ja, wie schon gesagt, die Sättel sind gesattelt, die Pferde sind gestriegelt und Maultiere, ne? Maultiere, nicht Pferde. Und wir machen uns jetzt auf den Weg gleich. Ich hoffe, er ist schon bereit. Und treten in die Sporen. Treten in die Sporen. Und wir sehen uns dann auf der Gamescom. Auf meinem Kanal geht es natürlich ganz normal weiter mit den Minecraft-Videos. Wir produzieren ein bisschen vor, bla bla bla. Und die 400. Folge wird dann auch wieder mit meinem Kumpanen und Blutesgesellen Svente sein. Und da werden wir das Ende suchen. Schon mal als kleine Vorankündigung. Ich freue mich auf euch, total. Ich freue mich auf die Gamescom, ich freue mich auf euch. Und ja, das war es eigentlich. Sind jetzt auch schon wieder über 6 Minuten geworden für so eine Ankündigung, wo ich auch eigentlich hätte nur sagen brauchen, wir fahren am Freitag auf die Gamescom, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Das hätte auch gereicht, aber dann wäre das Video zu kurz und dann komme ich unter meine Statistik und dann schmeißen die mich hier raus. Ne? Und dann schlafe ich immer nur unter der Brücke und das wollt ihr ja auch nicht. Liebe Leute, ich freue mich auf euch. Gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen